Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Dying Light. Wir befinden uns jetzt in, ich glaube, das war der Schule. Nee, das war gar nicht in der Schule. Wir befinden uns unten im Keller eines Hochhauses und suchen Karim. Frage ist nur, was lauert hier noch außer Karim? Wir haben hier sehr viele Lichtstellen, ne? Nicht, dass da diese komischen Suche auf uns lauern. Da kommen wir schon mal nicht rein. Kann ich die Dinger eintreten hier? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Aber dahinter befindet sich ein Raum. Ich vermute mal, dass auf dem Rückweg, sobald wir jemanden gefunden haben, da überall Zombies rausströmen. Ah, Schlossknacken. Okay, gucken wir mal, was hier drin ist. Na, aber ich habe die Stelle schon gefunden. Alles cool. Ein bisschen Stuff. Wahrscheinlich Schokoriegel, oder? Nee, Dinge zum Verkaufen. Und Feuerzeuggas. Hier irgendwo ist ein Auto, das eine Alarmanlage hat. Ach, wir sollen hoch. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Mal gucken, was kommt. Leichen sind immer ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht gut läuft. Ihre Stimmen. Hi. Okay. Zumindest keine Zombies. Okay, das heißt. Was habe ich denn da noch? Da ist so ein Schweißgerät dran. Wie geil ist das denn? Okay. Wir sind in einem sehr engen Raum, ne? Ich glaube, die Shotgun wäre gar nicht mal so schlecht. Was habt ihr denn so Schönes dabei für mich? Ah, ein bisschen Geld. Eine kleine Klinge. Ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. Vielleicht können wir hier in die Räume gucken, bevor wir weitergehen. Zusätzliches Loot ist immer gut. Und nicht nur, weil es sich reimt, sondern weil Loot gut ist. Ne, hier kommen wir nirgendwo rein. Auch wenn das hier sehr verdächtig ist, weil hier anscheinend ein Raum ist. Achso, das ist unten wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Oh Gott! Erschreckt mich doch nicht so, Mann. Hier. Da dreht man sich einmal um und schon guckt er einem ins Gesicht. Selber schuld. Wenn man mich erschreckt, dann treffe ich den Kopf. So, ist mir in Halo auch sehr oft schon passiert, wenn ich mich um die Ecke drehe und plötzlich ist da jemand. Dann verliert er sehr schnell mal seinen Kopf. Und Radio. Ansonsten ist es hier verdammt ruhig. Oh, ein Riegel, ja. 10 Leben mehr. Wir haben jetzt unendlich viele Health Kits, deswegen müssen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen. Wir können uns jederzeit als Zombie tarnen und überall reingehen. Habe ich gut ausgewählt, ich weiß, ich weiß. Auf der anderen Seite waren wir schon, was ist? Hier kommen wir auch nicht hin. Oh, hallo! Hallo, hallo! Keine Dynamitfeuer, ne? Scheiße, ich steck fest. Wo ist hier der Gang? Viel Spaß damit! Ich glaube, es hat gesessen, oder? Oh ja, du sitzt in der Scheiße! Ja. Oh, Medikit sogar geschenkt bekommen. Oh, 2 für 1. Sehr schön. Kommt da noch jemand? Ich höre zwar Zombie-Schreie, aber ich denke mal, das ist nur Kulisse. Hier wird sonst nichts kommen. Hi! Ach, und eine Schrotti im Gesicht, das überlebst du. Alles klar. Sehr logisch. Haben wir die anderen Waffen eingesammelt? Die können wir verkaufen. Oder auseinanderbauen. Sehr schön. So, wo ist jetzt Karim, der alte Schuft?
möchte ihm gerne nochmal Hallo sagen. Oder retten wir ihn jetzt? Ne, da können wir jetzt wahrscheinlich nicht rein. Oh, ich habe Karim gefunden. Suchen Sie in den oberen Stockwerken nach Karim. Ah, ich verstehe. Ja, komm. Mach den Scheiß auf. Also, wenn ich den Waschstuhl schon so offen machen muss, glaube ich nicht, dass er funktioniert. Einmal bitte in den 15. Stock. Okay, das war ja klar. Ach, ich sehe schon. Dann klettern wir mal wieder ein bisschen hoch. Das war zu viel gewollt. Ah, ich begreife langsam die Technik hier, was die hier von mir wollen. Aha. Das schaffe ich doch niemals hoch. WTF! Wie hoch springt der denn? Ich bin voll muskelbepackt, glaube ich. So. Und zack. Da komme ich doch im Leben nicht hoch. Okay, ich wusste es doch. Es gibt immer eine Grenze. Ah, ich sehe schon. Da ist der nächste Ausgang. Das sind Zombie-Leichen, alles gut. Wenn das Militärleichen wären, dann würde ich jetzt die Waffe wechseln. Oder mich verkleiden als Zombie. Ich vermute, ich muss da hochgehen, deswegen untersuchen wir erstmal hier den Kram. Aha. Karim, hier ist Crane. Lass die Waffe fallen oder du bist tot. Was hast du für ein Problem? Das hier geht dich nichts an. Sorry, Karim, aber Erol geht mich sehr wohl was an. Du arbeitest für ihn? Schön blöd. Ich war mal sein Bodyguard. Als die Mauer gebaut wurde, sind wir überrannt worden. Er wurde ins Bein gebissen. Ich brachte ihn zu Randall, einem Arzt in den Slums. Und wir amputierten das Bein. Es war die einzige Möglichkeit. Er hätte sich sonst verwandelt. Aber der Sturkopf hat uns das nie verziehen. Also trennten wir uns. Und warum lässt du ihn dann suchen? Die Regierung hat die wichtigeren Politiker schon früh aus der Zone geholt. Errol sagte uns, ein Hubschrauber sei unterwegs, um auch uns abzuholen. Dann wurde er gebissen. Und wegen der ganzen Scheiße danach verpassten wir den Heli. Aber nachdem du das Übertragungsgerät eingeschaltet hattest, hörten wir, wie Errol eine Evakuierung anforderte. Mm. Und vor ein paar Tagen kam eine Antwort. Von außerhalb. Der Bastard wird rausgeflogen. Und ich werde neben ihm sitzen. Was ist mit Rais? Interessiert er sich für ihn? Nicht die Bohne. Das war meine Sache. Ich will einfach nur aus Harran raus. Ich denke nicht, dass du hier rausgeflogen wirst. Das war mir langsam auch klar geworden. Aber ich will hier rausspazieren. Pass auf, wenn ich dich nochmal sehe, gehe ich vom Schlimmsten aus, kapiert? Okay. Viel Glück, Crane. Du wirst es brauchen. Ja, nice. Eigentlich wollte ich dich gar nicht finden, aber man findet ja immer alles, was man, wenn man es nicht sucht. Wir wissen, dass wir noch weiter hoch können, ne? Falls da oben nicht blockiert ist. Das kann natürlich sein. Ach, hallo Schränkchen. Ha! Schokoriegel. Schade, kein Schokoriegel in der Toilette. Hätte mich auch gewundert. Hätte auch was anderes sein können. Ach, Müll ist auch immer... Gut. Okay. Dann sollen wir jetzt zu ihm zurück. Und er wird rausgeflogen. Wieso nehmen wir den Flug nicht? Ach, wir wollen ja gar nicht raus. Wir sind ja ein Idiot. Wir wollen ja unbedingt irgendwelche Pläne haben. Ja, super, dann sind wir draußen. So schnell geht das. Ich habe eigentlich gedacht, das wird ein bisschen schwerer. Gut, vielleicht hat niemand damit gerechnet, dass ich hier mit der Schrot rumlaufe. Mal gucken, was alles noch so für Waffen gibt. Vielleicht eine Bazooka? Wäre schon nice. Ich meine, es gibt Granaten. Es ist fast dasselbe. Fast. Wobei Granaten, Dynamit. Komm, Dynamit, Granaten, Bazooka, alles dasselbe. Von daher können Sie mir das gerne geben. Okay.
So. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier runter und was ist das für rotes Licht hier? Ach, das nennt sich Feuer. Oh Gott. Wie komme ich hier runter? Wessen Idee war es, hier aufs Dach zu gehen? Ach ja. Meine. Ah, ich seh's. Oh Gott, okay. Hoffentlich treffe ich's. Geronimo! Okay. Und wieder eine Spritze mehr im Hintern. Es bringt Adrenalin. Oh, da kommt ein Flugzeug. Vielleicht sollten wir aber wieder das Flugzeug holen, ne? Und die Vorräte. Wo ist das? Idee. Ach, das ist da hinten gelandet. Okay, gut. Gehen wir da hin, da kriegen wir ein paar Vorräte, ne? Vielleicht sogar auch ein paar Armee-Kits. Ich meine, ich habe jetzt 13 Stück, aber man kann nie genug haben. Ach, da sehe ich doch schon das rote Feuer. Na? Oh Gott, nein! Okay. Dann nicht. Ich verzichte drauf. Keine rennenden Zombies? Ich höre zwar die Schreie, aber wir wissen, das ist Kulisse. Vielleicht gucken wir da nochmal rein. Wie schnell wart ihr denn hier? Shit, da kommt ein Zombie. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Natürlich, Zombie. Verfolg mich. Verfolg einfach mich. Ja, zieh du nur den Schwanz ein. Will die andere Kiste haben. Tja. Ich zieh den Schwanz ein und ihr zieht den Kopf ein. Hey. Ja, zieh du nur den Schwanz ein. Was hast du gesagt? Ich kann dich leider nicht hören. Du hast keinen Kopf mehr. Okay, hoffentlich kommen keine Zombies. Und zur Not. Yum, yum, yum. Jetzt bin ich auch ein Zombie. Ja, Fackeln und Katastrophenhilfepaket. Ach, da haben wir die Fackeln ja bekommen gegen diese Viecher. Ich verstehe. Habt ihr auch Waffen dabei gehabt? Ach, Inventar voll. Komm, scheiß drauf. Oder habt ihr irgendwas Gutes dabei? Aber gut, ich muss sagen, der Schaden hat ziemlich zugenommen von den Waffen, die wir finden können, ne? Na gut, zurück zu Erol. Komischer Name übrigens. Erol. Wer ist denn schon so? Theoretisch könnten wir jetzt auch in eine Sicherheitszone reingehen. Sicherheitszone sei schon Quarantänezone. Wir können uns ja tarnen jederzeit als Zombie. Vielleicht warte ich noch auf andere Fähigkeiten. Kann ja noch lustig werden, was da alles so geben wird. Mittel. Wahrscheinlich ist da nur irgendwie Kaugummi drin oder so. Je schwerer die Schlösser, umso billiger der Loot. Das habe ich gelernt. Das hat mir dieses Spiel beigebracht. Naja, eigentlich hat mir das Skyrim auch beigebracht. Boah, Inventar ist eh voll. Nehme ich die Zigaretten mit und dann verschwinde ich hier. Und nach dieser Quest bedeutet das wohl, dass wir keine Quest mehr haben. Und dann werden wir nachts losziehen müssen. Leider. Ich will nicht. Haben Sie sie gefunden? Ja. Karims Version, wie sie ihr Bein verloren, klang ein wenig anders. Aha, dann haben sie mit ihm gesprochen. Edward hatte recht, sie reden zu viel. Sie sollten das Reden Leuten wie mir überlassen und ich überlasse dafür das Töten ihnen. Wie auch immer, Karim war mein Bodyguard. Er ließ zu, dass ich gebissen wurde, aber dafür gebe ich ihm nicht die Schuld. Hey, er hat ihr Leben gerettet. Indem er mir das Bein abhackte?
An dem Tag, an dem ich gebissen wurde, begannen sie, die Suppressive abzuwerfen. Verstehen Sie? Ich sagte ihm, die Abwürfe würden bald beginnen. Sie hätten nur warten müssen. Stattdessen hörte er auf diesen dämlichen Arzt und Karim hielt mich fest, während dieser Metzger mir das Bein abhackte. Und jetzt meint er, ich soll ihn hier rausfliegen. Ich hab ihm gesagt, das wird nicht passieren. Sie hätten ihn töten sollen. Überlassen Sie das Töten lieber Leuten wie mir, okay? Oh ja, stimmt. Ich kann Sie hier rausbringen, Crane. Vielleicht mag ich Sie ja. Klingt eher, als hätten Sie eigene Pläne. Vergessen Sie's. Sie wurden gebissen, ich sehe es in Ihren Augen. Sie werden niemals an der NCOR-Quarantäne vorbeikommen. Woran? Sehen Sie? Sie haben keine Ahnung, was in der echten Welt abgeht. Wenn Sie keine Politiker kennen, haben Sie verloren, denn nur die können Sie hier rausbringen. Sie glauben mir nicht? Dann sehen Sie es als Plan B an. Ein Ass im Ärmel. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, in dieser Stadt läuft nichts ab, wie es sollte. Falls ich interessiert bin, was dann? Zwei Dinge. Als erstes müssen wir Markierungen auf das Dach pinseln. Wir haben hier keine Farbe. Sie werden also welche suchen müssen. Und zweitens, sagen wir einfach, Sie verlassen die Stadt auf eine bessere Art, als Sie hineingekommen sind. Okay. So, besorgen Sie uns jetzt Farbe. Hier in der Nähe ist eine Baustelle. Sie sollten dort nachsehen. Ich sage Ihnen, was als nächstes anliegt, wenn Sie zurück sind. Vertrauen Sie mir. Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hätte ich dich töten, hätte ich es getan. Aber es ist nicht möglich. Der verarscht mich doch nur. Jetzt besorge ich ihm Farbe, damit er rausgeflogen werden kann und dann zeigt er mir seinen Mittelfinger. Das weiß ich doch jetzt schon. Ich meine, ich kenne Spiele. Ich bin Gamer. Weiß doch, wie es hier abläuft. Entwickler sind Schweine. Entwickler wollen einen Leiden sehen. Entwickler gucken Let's Plays, um zu lachen. Wo ich denn geraten? Oh, da ist eine Tasche. Mit nichts drinne. Wow. Hat sich voll gelohnt. Naja, was haben wir denn hier so Schönes? Wenn man nicht nur schnell reisen könnte, ich würde da hochreisen. Das wäre um einiges einfacher. Huch, was? Gibt's so eine. Ist mir eine Waffe gerade von oben runtergeflogen? Seltsam. So. So, Farbe. Ist hier ein Händler? Willst du handeln? Ja klar will ich handeln. Ey, jetzt bist du plötzlich hier drin, oder was? Ach nee, da war Farbe wahrscheinlich, okay. So, wir müssen ein bisschen zeuglos werden. Also kaufen. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich so wenig Sachen? Dolch. Ein Dolch mit 91 Schaden. Krass. Ich glaube, den Dolch kaufe ich mir. Ah, ich habe keinen Slot frei. Stimmt. So. Leitfähige Flüssigkeit? Okay. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Ah, wir haben noch Wertsachen ohne Ende, ne? Komm hier, nimm das Zeug. Nimm alles. Kannst auch die ganzen Zigaretten haben. Alle verkaufen. So. Ich bin reich. Und deswegen, als reicher Mann, kaufe ich mir einen reichen Dolch. Habe ich ihn jetzt gekauft? Ja. Okay. Ich habe ihn für 5000 gekauft und kann ihn nur für 400 verkaufen. Oder 500, was stand da? Krass. So, Farbe. Sehr gut. Das ist mein Bett, das ist meine Tasche. Jetzt lasse ich mich schon irritieren von so einem Zeug. Ach, die Statue habe ich gar nicht gesehen vorher. Gut, dass ich nochmal hier hochgegangen bin. Super. Aha, Farbe. Okay, jetzt wissen wir, wonach wir suchen müssen. Beziehungsweise wir wussten das eigentlich schon vorher, aber... Ich meine, wo wir suchen müssen. Ich hab's gefunden. Oder ist es die Leiter? Ja!
Oh, Gott sei Dank. So. Boah. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's gefunden, Freund. Hat auch gar nicht lange gedauert. Ups. Okay, locken wir einfach nochmal ein paar Zombies an. Ich frag mich, ob der sich noch verwandelt. Nicht, wenn er tot ist. Der Mistkerl hat immer so getan, als wäre. Sag mal, checken die nicht, dass die angespuckt werden? Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Nein. Ah, Säure tut auch nicht weh. Nein. Das gucken wir uns mal an. Anstatt dass ihr mal den Zombie fertig macht, nein, greift mich an. Hier bin ich. Komm schon. Du willst angegriffen werden? Halt doch mal stehen. Danke. Ja, hau ab. Ist mir scheißegal. So, wenn der eine Kanonenfutter ist, plündere ich hier alles. Bin schon so ein kleiner Raffgiger-Zahn, ne? Ja. Okay, ich muss jetzt das Dach vollkleistern hier auf der Schule. Dafür müssen wir da hoch. Das hat funktioniert. Sehr schön. So, gehen Sie auf das Dach und sprayen Sie die Landmarkierung für den Hubschrauber, aber wie? So, auf jeden Fall nicht. So, Inventar. Primitive Hacke, Tattoo, Tantomesser, Alkohol, Batterien, Chemikalien. Das ist die einzige Verarsche-Quest, ey. Okay. Achso, neue Wendigkeitsstufe. Ich dachte, ich bin jetzt hier hochgesprungen und krieg dafür eine Quest. BTF, dachte ich so. Na gut, verzeihen wir erstmal den Punkt. So, was haben wir denn so Schönes? Ellenbogenstoß. Versetzen Sie Gegner beim Parcours Stöße mit dem Ellenbogen. Halten Sie dafür während des Sprintes L1 gedrückt. Was haben wir noch? Hechtsprung. Hiermit können Sie aus größerer Höhe fallen und überleben. Drücken Sie Kreis, bevor Sie auf den Boden auftreten. Ach, das ist abrollen. Abrollen, ich verstehe. Flucht. Wenn Beißer sie gepackt haben, können sie sich schnell abschütteln. Ja, komm. Ich spare mir jetzt mal das Leben. Ich glaube, den Boden zu teabaggen, das bringt auch nichts. Doch keine Tipps oder so. Schwierigkeitsgrad Mittel, kein Wunder. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Sprühdosen. Ansonsten kann ich mir aber nichts vorstellen, wie ich das machen sollte. Fackeln? Nee, Fackeln macht doch keinen Sinn. Soll ich das jetzt mal herstellen? Böser Boden. Wir haben ein Schild, wir haben UV-Lampe, wir haben Armeewurfmesser und wir haben nichts. Ihr wollt mich da verarschen, oder? Tibi, ich hab deine scheiß Farbe, aber ich kann die Decke nicht ansprühen. Ich bin so doof. Gib mir mal einen Hinweis. Das kann doch nicht wahr sein. Diese dämliche Quest.
Oh! WTF, jetzt geht's plötzlich, ne? Hey. Hey, was könnte das bedeuten? Let's Play, natürlich! Ein Let's Player wird hier gefangen! Rettet mich! Das muss es sein! E. Okay, doch nicht. Help. Ich glaube, das bedeutet Hilfe. Ne, das kann ja eigentlich jeder sehen, ne? Nicht nur ich. Und runter. Und das Bein brechen. Hätte ich bloß abrollen gelernt. Das Dach wurde bemalt. Gut, dann gibt es jetzt nur noch eins. Im ersten Stock ist ein Spind mit einem Kleidersack darin. Bringen Sie mir den. Da Sie ihn sowieso öffnen werden, kann ich Ihnen auch gleich sagen, dass 24,7 Millionen Dollar darin sind. Ein Drittel davon gehört Ihnen, wenn Sie mir den Beutel bringen. Warum holt Edward ihn nicht? Da sind so viele Beißer. Ich kann nicht riskieren, ihn zu verlieren. Wir wären komplett wehrlos. Und dieses Geld gehört Ihnen? Die meisten Kunden der Bank sind keine Menschen mehr. Es ist also kein Verbrechen, sie zu bestehlen. Oder haben Sie noch nie einem Beißer das Portemonnaie geklaut? Okay, ich hol den Sack. Aber Sie fordern die Evakuierung erst an, wenn ich es Ihnen sage. Wenn Sie das Geld haben, nehme ich das Funkgerät mit. Auf gar keinen Fall! Sie werden sich darauf einlassen. Sie haben keine Wahl. Sie sind schlimmer als Karim. Gut, ich akzeptiere Ihre Bedingungen. Ach komm, ich gehe jetzt da hoch, prügel mich durch und währenddessen haut er ab. Leer, schön. Weißt du, als ob. Als ob ich da nicht hinterchecke. Das wusste ich doch schon, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Weißt du, dass er mich hier verarscht? Da ist kein Geld drin. Also das ist wahrscheinlich die Unterwäsche seiner alten Frau oder Freundin. Falls er jemals eine hatte. Ich weiß es nicht. Ich hätte abrollen drücken sollen. Abrollen! Wir machen mal die Tür zu. Können wir nämlich auch unsere Shotty rausholen. Achso. Wir gehen sowieso rein. Okay, das heißt, wir schießen einfach jemanden weg. Und dann tarnen wir uns als ein Zombie. Ich frage mich, wie tarnen wir uns? Wir schmieren uns mit irgendeinem Schleim ein. Riechen sie uns? Können die Zombies riechen? So, ohne Unterlass. Hallo. Oh Gott. Der Zombie hat seine Waffe gegen mich geworfen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Dinge, mit denen ich überhaupt nicht rechnen würde. Dass mir ein Zombie irgendwas ins Gesicht wirft. Du lebst hier immer noch. Kannst du das mal sein lassen? Ich habe keine Munition mehr. Yum, 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 yum. Okay, wie schön, dass ich so viel sehen kann. Ach, es war nur ein Zombie? Toll. Jetzt habe ich mich mit irgendeiner Scheiße eingerieben. Weil da nur ein Zombie war. Leer. Na ja, klar. Okay, dann halt nicht. So logisch, so logisch, so logisch. Sorry, Crane. Ich hatte keine Wahl. Karim sagte ja, es wäre dumm, ihnen zu vertrauen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hätte sie mitgenommen. Als sie nach der Farbe suchten, habe ich die Evakuierung kontaktiert. Sie wollten wissen, wer mitflieht. Also nannte ich ihren Namen. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber die wussten es. Und sie sagten, sie dürften nicht mit. Also musste ich sie irgendwie beschäftigen. In dem Sack ist kein Geld, zumindest nicht viel. Sorry, Crane, aber ich muss meine Familie rausschaffen. Gehen Sie auf das Dach, dort finden Sie ein paar nützliche Sachen. Nicht das, was ich versprochen habe, aber das Beste, was ich tun kann. Danke für alles, Crane. Viel Glück. Du mich auch, Alter, du mich auch. Ich wollte hier sowieso nicht weg.
Das heißt, die lassen mich einfach nicht raus, die Jungs, ne? Unsere Questgeber, unsere Auftraggeber. Alter, ich will hier raus. Begeben Sie sich auf das Dach. Ist ja schon gut, aber dafür müsste ich hier durchkommen. Oder zumindest hier durch. Ich hasse diese Quest. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Quest. So wenig Infos, ey. Ah, wir könnten natürlich auch die Treppe nehmen. Alle Zombies. Ich will hier nur hoch. Macht euch mal keine Sorgen. Wobei, ihr durchsucht mal die Gegend. Er meinte ja, da ist wenigstens was drin. In dem Sack. So, einmal schön in die Galle eintauchen. Okay. Ach, hier waren wir schon dutzende Male. Komm, scheiß drauf. Gehen wir hoch. Ach, hier geht's gar nicht mehr durch. Hast du ein Messer gehabt? Weil ich so drauf stehe. Ja, ich stehe drauf zu stinken. Nee, Jungs. Hallo. Oh Gott, ich bin nicht mehr getarnt. Vollidiot. Einfach die Tür zu machen. Ja, Freunde, also sollte mal hier die Zombie-Apokalypse ausbrechen, macht einfach die Tür zu. Passiert sonst nichts. Scheiße, ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Ironie des Schicksals, würde ich glatt mal behaupten. Okay. Vielleicht solltet ihr vorher, bevor ihr die Tür zumacht, herausfinden, ob überhaupt ein Fluchtweg da ist. Scheiße. Da ist die Leiter. Okay, wir haben den Ausgang gefunden. Wir haben nur ein paar Komplikationen. Moment. So. Premium-Wurfsterne brauchen wir nicht. Entwürfe. Böller. So. Wo haben wir jetzt unsere Böller? Ich finde die nie, ne? Ich stelle die Teile her und finde sie danach einfach nicht mehr. Ach, die haben wir ausgerüstet. Das ist genauso wie mit meinem Handy. Wenn ich irgendwie zu Hause rumhänge und mein Handy irgendwo hin tue, ich werde es nie wieder finden. Obwohl ich es in der Hand habe. Immer dasselbe, ne? Ja, zum Spielen für euch. Oh Gott, das interessiert sie nicht. Gut, so viel zum Thema, wir stellen Böller her. Aber es hat ja auch so funktioniert. Du lachst schneller, ich will den Typen noch erwischen. Eigentlich könnte ich mit meiner AK hinterher schießen, wenn ich gleich noch sehe, ne? Einfach mal so, pack, Propeller treffen, Problemo gelöst. Was mich jetzt gerade richtig wütend macht, ist, der Typ hat mich Farbe holen lassen, die ich eine halbe Stunde lang gesucht habe. Die total unnütz war. Das wird er mir büßen. Oh, es regnet. Hallo Crane, wie war dein Tag? Ach, ganz in Ordnung. Was treibt dich hierher in die Gegend? So kann ich die Truhe nicht öffnen. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Ich denke, wir verstehen uns jetzt noch besser. Aber wenn du schießen willst,
Vielleicht ein andermal. Er hat dir ein paar Sachen dagelassen. Erst wollte ich sie klauen, aber dann dachte ich, geht nicht. Crane hat sie sich verdient. Ah, du bist fast in Ordnung, Karim. Fast. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück, Karim. Genau. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, der Typ, ne? Gut. Tun wir einfach mal so, als hätte sich die Stunde nach Fackeln, nach Fahrbesuchen gelohnt. Und wir haben GRE-Pakete bekommen, die wir sowieso bekommen hätten. Und dann soll ich das Ding auch noch knacken? Ich kriege ein Geschenk, das ich knacken muss? Das ist pures Mobbing. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Gott, wenn mir einer von euch mal irgendwas schenken will, ne? Schließt das Ding ab und sendet mir eine Haarklammer mit. Und dann habt ihr mich, dann habt ihr mich. Das Schöne ist, ich werde immer ein Spiel spielen, wo es dieses Minigame gibt. Und eines Tages werde ich wahnsinnig. Weil ich nur so ein altes Kampfmesser bekomme und eine Tasche. Super. Ein Midi-Kit haben wir dadurch bekommen. Das ist ja nahezu armselig. Naja. So. Wisst ihr, was das Gute ist? Das Gute ist, morgen machen wir die Quest. Okay, wir begeben uns schon mal zu Ort und Stelle. Das hatten wir uns ausgesucht, ne? Die Sicherheitszone. Ich würde schon fast sagen, dass das da besser ist, oder? Obwohl das... Okay, wir gucken uns mal die Location an. Und gucken, was besser ist. Zieh dich. Ich wollte hier aufs Auto rauf. Ach, das haben wir letztens schon versucht, ne? Und dann sind wir ins Wasser gefallen. Ach, spuck mich nicht an, bitte nicht. So... Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Wow. Da hinten wollten wir doch hin. Mittel. Ich dreh durch. Das da, liebe Freunde, war keine Haarklammer. Oder... eine Büroklammer, was auch immer wir jetzt gerade haben. Das waren meine Nerven, die gerade einfach mal zersprungen sind. Jetzt fast geschafft. Und dann bringt das... Warum quält ihr mich alle so? So, ich werde heute Abend noch eine Petition starten, die es verbietet, dieses Minispiel in irgendein Spiel reinzupacken. Wer ist mit dabei, Freunde? Wer ist mit dabei? Wer hasst dieses Minispiel genauso wie ich? Oh! Oh Gott! Da kam die einfach mal aus dem Lieferwagen. Wie kackendreist ist das denn? Dann denkt man, oh cool, geschlossener Lieferwagen. Ich guck da mal rein und dann springen da zwei Zombies raus. Das war knapp. Ich glaube, es wird ohnehin schon dunkel, oder? Wie spät haben wir es? 17:41. Aber bis zur Dunkelheit dauert das, glaube ich, noch 4 Stunden gut. Da lohnt es sich viel mehr ins Bett zu gehen. Wenn es sowieso schon jemand ist. Sag mal, läufst du mir immer noch hinterher? Na endlich. Man muss denen einfach nur mal die Meinung sagen. Ich habe ihn gegen den anderen Zombie geschleudert. Nice. So, das ist also die Butze, die ich mir ausgesucht habe, ja? Das Funksignal ist stärker als jemals zuvor. Ja. Das ist doch eine Quest. Du bist also endlich gekommen. Hilfe! Was sind die Infizierten eigentlich? Was ist...
Bist du krank oder was? Du bist endlich gekommen. Das war einer an der Waffel, Alter. Okay, wir gucken uns trotzdem mal kurz die Location an. Ach, ich wollte auch da eigentlich, ne? Okay, da wollte ich eigentlich hin. Okay, gehen wir von dieser kranken Person einfach weg. Die irgendwie so ein komisches, satanistisches Ritual vorbereitet für mich. Theoretisch könnten wir auch die Quest machen, aber ich will's morgen hinter mich bringen. Ich will diese Quest morgen erledigt haben. Auf jeden Fall der Fall, dass uns noch die Munition ausgeht bei den anderen diversen Quests. Achso, da kommen wir nicht hoch. So. Lass los. Hier kommen wir easy rauf, ne? Und hinter uns auf den Schienen. Ist das euer Ernst oder was? Zieht durch. So. Hier auf den Schienen ist irgendwo da. Okay, das ist perfekt. Das ist nämlich eine ganz kurze Strecke. Lass den Scheiß. Die können wir einhalten. Und wir können uns hier draufstellen. Hier sind wir von den Zombies sogar sicher. Und dann knallen wir den Penner ab. Vielleicht ein bisschen wahnsinnig, ich geb's zu. Ein wahnsinniger Plan, aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, halt's Maul dahin. Oh. Oh, nicht weinen, nicht weinen. Wir sehen uns doch schon morgen wieder. Und in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder, Leute. Haut rein. Euer Serum. Tschüss.